Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike. Heute sind wir wieder am Rhein unterwegs und wollen euch den Campingpark Sonneneck vorstellen, der zwischen Spey und Bobbert ist. Und, Schätzchen? Ja, wir sind halt eben immer noch, leider haben wir immer noch so eine Art Rufbereitschaft und können nicht so sehr weit von zu Hause wegfahren. Sind wir mal wieder am Rhein gelandet, wo es auch sehr schön ist und sind im Bedarfsfall auch schnell zu Hause. Genau. Sehr gerne wären wir natürlich auf diesem Campingplatz in Spey untergekommen, aber... Da gab es leider keine Uferplätze mehr, also... Kein Blick aufs Wasser und das können wir ja gar nicht leiden. Ne? Das können wir nicht so gut haben, nein. Und nee. Gerade jetzt in den letzten schönen Monaten sitzen wir immer noch abends und spätnachmittag gerne am Wasser. Da ja. legen wir eigentlich ziemlich viel Wert drauf. Nachher ist es eigentlich egal, wenn man nicht mehr draußen sitzen kann. Aber so mögen wir das dann doch schon sehr gerne. Ja, und dann sind wir gestern Abend... sind wir gelandet wieder in? Ja, in St. Goar auf dem Campingplatz Loreleiblick. Ja. Mittlerweile unsere Nummer 1 am ja, Rhein. Unsere Top. Ja. Und ja, und heute Morgen nach dem Frühstück hatten wir wieder Glück und vor uns wurde direkt ein Wasserplatz frei. Und den haben wir uns dann natürlich direkt reserviert. Den ja. haben wir uns reserviert. Da steht jetzt unser Hütchen und genau. unsere Stühle. Ja. Und das ist unsere Basis und es ist sehr beruhigend zu ja. wissen, wenn wir ausgewandert haben, sitzen wir am Wasser, Schatz. Genau, dann ja. sitzen wir wieder am Wasser. Ja. So, ihr Lieben, heute haben wir Samstag und wir hatten in St. Goar einen echt geilen Platz direkt am Wasser. Aber wie das immer so ist, wir sind ja die Herumtreiber, mussten wir Tapetenwechsel haben heute, gell, Schatz? Ja, genau. Und zwar hatte ich hier mal... am Campingplatz Sonneneck angerufen und tatsächlich ist hier ein Uferplatz frei geworden. Wie ihr seht hier, die 51. Ja, das nennen wir Meiliglück. Genau. Ja. Und da sind wir natürlich jetzt, da haben wir natürlich die Zelte jetzt abgebrochen am Campingplatz Loreleiblick und sind hierher gefahren, ne? Ja, wir waren ja auch schon mehrmals hier gewesen und es ist wirklich, es ist traumhaft schön da, gell, Schatz? Ja. Und da wir ja ein Fluchtauto besitzen, geht das bei uns immer ganz schnell. Geht das bei uns rucki-zucki, ja? Genau. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal mit euch über diesen wunderschönen Campingplatz. Ja. Und zeigen mal, was ja. da alles so an Stellplätzen vorhanden ist, ne? Ja. Und mehr. Ja. Gut. So, und hier haben wir dann einen wunderschönen Biergarten mit Restaurant und einem kleinen Kiosk. Und hier haben wir auch des Abends schon öfter gesessen und ich muss sagen, das Ambiente hier, das ist ein absolutes Träumchen, genauso wie die riesengroße Pizza. Ja. Das ist genau das Richtige für meinen kleinen Hunger oder auch großen. Ja, ja. Und da brauchen wir gar nicht weit zu gehen, ne? Nee, das ist genau ein Campingpark nach Mikes Geschmack. Ja, also man kann ruhig sagen, dieser Campingpark hier ist wirklich vom Feinsten, gell, Schatz? Ja. Es liegt alles schön zentral im Mittelpunkt vom Campingplatz, ne? Für jeden schnell erreichbar. Ja, also ich muss mich wiederholen. Da wir ja schon öfter da waren, weiß ich, wie das abends hier so ist mit diesen ganzen beleuchteten Laternen direkt am Wasser, die beleuchteten Schiffe. Ja, also es ist wirklich traumhaft, traumhaft schön hier. Ja, in dem Biergarten sitzt man gut, ne? Man hat wirklich fast Kontakt mit dem Rhein hier. Ja, und man isst auch wirklich sehr gut, ne? Ja. Das muss man, das kann man so sagen, ja. Und wie gesagt, auch von hier aus unser geliebtes Schiffskino, ne? Heute kriegst du hier Schweinefilet, Schatz. Lecker! Rotweinsauce und Bratkartoffeln. Aber das, Schweinefilet hatten wir ja gestern Abend schon vom Grill, gell, Schatz? Das ist egal, das könnte ich nochmal vertragen. Aber weißt du was, Schatz, was ich hier gerade entdeckt habe, das wäre vielleicht eine interessante Sache für dich. Heute Abend gibt es hier Cocktails, Sex on the Beach. Wow. Ja. Der ist ja auch super schön, ne? Der Kamin. Ganz toll. Wunderbar. Ja. Also das Restaurant, das ist so schön. Man hat überall auch einen Blick auf den Rhein. Also wenn ihr hierher geht, das ist bestimmt kein Rheinfall. Ja.
Garantiert nicht. Ja. Dann bedanken wir uns wieder bei Ihnen. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Guck mal, die haben hier sogar einen Grillpavillon, ne? Ja, hier haben wir einen wunderschönen Grillpavillon und direkt neben uns, also von uns aus gesehen links, ist noch ein richtig schöner Spielplatz für unsere Kleinen. Ja. Ja. Ja, wir haben, als wir das letzte Mal da waren, haben wir auf dieser Seite hier da hinten gestanden und da mussten wir eigentlich nur hier diesen Weg hochgehen und da waren wir an der Bushaltestelle. Das haben wir auch genutzt, gell, Schatz? Da war doch, hatten wir doch eine Buskarte bekommen. Ja, die bekommt man hier immer. Ja. Die haben wir heute auch bekommen. Ja. Und hat die Möglichkeit, entweder nach Bobbard oder sogar bis nach Koblenz zu fahren. Ne? Ja. Oder, Schatz, frei. Ja, oder, wo du so gerne hinfährst, nach Spey. Ja, ja, das war's doch. Ja, gut, ne? Der Campingplatz an sich, der liegt eigentlich in der Mitte, ne? Ja. Zwischen Bobbard und Spey. Ne? Ja, er liegt schön ruhig gelegen. Ja. Es ist kein Örtchen hinten dran, wo man mal schnell wäre abends. Das braucht man aber hier nicht. Es ist alles da, was das Herz begehrt. Ja, und wie gesagt, mit dem Fahrrad kommt man hier überall ganz schnell hin. Und wir haben eigentlich die Fahrräder, als wir hier waren, jeden Tag genutzt, gell? Ja, da gibt es ja auch einen schönen Fahrradweg. Der ja. geht kilometerlang auch am Rhein vorbei. Ja. Und gegenüber sieht man dann auch die Marxburg, ne? Ja, ja, ja. Ja, so weit kann man fahren. Ja. Und auch länger. Wunderherrlich. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, das, so ist das richtige Spielzeug für meine Frau hier. Das war mal eine tolle Vorstellung hier. Ja, und wie ihr sehen könnt im Hintergrund, auf dem Campingplatz gibt es sogar ein schönes, großes Schwimmbad, ne? Ja, und direkt neben dem Schwimmbad befindet sich auch ein richtig schöner, großer Pool oder ein Planschbecken für die Kleinen. Ja. Ja, also es ist alles da und direkt hier gegenüber von uns, das zeigen wir euch noch, ist sogar noch ein Teenstreff mit dem lustigen Namen Rappelkiste. Ja. Wie soll man das jetzt deuten? Tja, da rappelt's, ne? Da rappelt's im Karton. Genau. Ja. Okay. Okay. Ja, Schatz, es rappelt in der Kiste, ne? Ja, es rappelt im Karton. Ja. Es rappelt wahrscheinlich in der Kiste, denn ich habe entdeckt, also wenn du mit mir heute Abend dahin gehst, rappelt's in der Kiste, denn... Denn? Da schieße ich Tore. Da ist ein Tischfußball. Wow. Da bin ich Profi drin. Das ist ja wirklich mal eine Sache, das hatten wir früher gespielt ohne Ende. Ne? Ja, bis der Arzt kam. Bis zum Abwinken, bis hin zur Sehnenscheidenentzündung. Schön. Meinst du, wir dürften da auch mal noch rein? Garantiert. Ne? Ja. Okay, wenn nicht fragen, war ganz höflich. Ja, genau. Das machen wir ja immer. Ne? Du, mein mache jetzt aber. Das war ein Zeit. Ja! Nicht trillern, das darf man nicht. Nee. Dann mache ich es auch. Ja. Ja. So. Ja, und jetzt haben wir da hinten noch eine schöne alte Telefonzelle entdeckt. Und das ist ganz genial, finde ich eine gute Idee. Da kann man sich Bücher ausleihen. Und da ist dann noch ein mega großes, überdimensioniertes Schachspiel. Ja. Ja. Aber das Schachspiel, das reizt mich nicht so sehr wie da hinten dieser Minigolfplatz. Denn im Schachspiel hatte ich gegen meinen Mann eigentlich noch nie eine Chance. Und gegen meine Kinder auch nicht. Tja, ja. Kann man so machen, ne? Ja. Da spiele ich lieber Monopoly. Was will man da machen? Ja. Was will man da machen? Oh ja, da sind viele Bücher drin, ne? So, mein Schatz, was denkst du denn, nach welcher Schachfigur ich jetzt sofort greife? Wahrscheinlich nach der Dame. Nein, nach dem König. Nee, ne? Ja, dann habe ich zwei. Ja, okay. Schön. Aber du, die sind ganz schön schwer. Oh ja, doch. Ah, da ist bestimmt ein bisschen Wasser. Die haben ihr Gewicht, so. Aber schön. Ja. Toll.
lass mal und das lieber mal, das Bauer dauert zu lange. Und dieser Bauer tanzt aus der Reihe. Ja. Den stellen wir mal schön wieder auf seinen Platz, mein ja. Schatz. Gut. Der Campingpark Sonneneck liegt zwischen Boppard und Spey direkt am Rhein. Der Campingpark ist über 1 Kilometer lang und bietet so sehr viele Stellplatzmöglichkeiten für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Der Untergrund besteht aus Rasen. Stellplatzreservierungen sind möglich. Es befinden sich 2 großzügig angelegte Sanitäranlagen auf dem Platz. Waschmaschinen und Trockner sind auch vorhanden. Die Übernachtungsgebühr beträgt 6 Euro pro Erwachsener und 7 Euro für einen Wohnmobilstellplatz. Der Strom kostet 3 Euro pauschal am Tag. Dazu kommen noch 1 Euro Müll pro Tag und ein Gästebeitrag von 1,50 Euro pro Person und Tag. Die Gästekarte berechtigt zum einmaligen Eintritt in das Museum der Stadt Boppard und die Benutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel. Für einen Uferplatz muss man noch 3 Euro pro Tag extra bezahlen. Für weitere Informationen geben wir die Internetadresse in der Beschreibung an. Ja, Schatz, da hast du dich wieder direkt häuslich niedergelassen, ne? Ja, das gefällt mir hier wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und gestern Abend hatten wir ja einen super Sternenhimmel. Und heute ist so schönes Wetter, die Chance besteht heute wieder. Ja. Früher haben wir immer geguckt zu 4 bis 5 Sterne im Hotel. Aber heute sind uns 1000 Sterne am Himmel viel, viel lieber. Gell, Schatz? Da hast du recht. Ja. Über den gesamten Platz sind Säulen verteilt. Da ist erstmal die Platzbeleuchtung, dann hängt noch ein Steckdosenkasten dran und unterhalb noch ein Wasseranschluss. Also alles vor Ort. Ja, und hier sind wir dann auch schon an der End- und Versorgung. So, und ich muss gestehen, so eine schöne End- und Versorgung habe ich eigentlich noch nirgendwo gesehen. Da sind sogar Blümchen an einem wunderbaren Holzzaun und alles wirklich tippitoppi sauber. Ja. Die Entsorgung für Grauwasser ist hier großzügig angelegt. Man fährt über einen Bodenablauf und kann dort sein Grauwasser ablassen. Direkt daneben befindet sich die Chemie-WC-Entsorgung. Und auch dort kann man seinen WC-Kasten spülen. Ich habe gewartet, dass du wieder in meine Arme stolperst. Nee, ich stolper nee, ja nicht immer. Nee. Ne? Nee, machst du freiwillig, gell? Das mache ich freiwillig, Schätzchen, ja. Ja. So, jetzt sind wir noch immer nicht am Ende von diesem Platz. Das ist eigentlich eine halbe Wanderung, gell? Ja, der Platz ist ziemlich groß. Also ja. Vergleichbar doch mit dem Platz Loreleiblick in St. Goar. Also ich denke mal, die Uferlänge hier, die ist noch länger wie 1 Kilometer, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber obwohl so viele Leute da sind, es ist sehr ruhig, ne? Ja, es ist sehr ruhig. Es ist sehr ruhig. Ja, guck mal, die Wellen, hör mal. Ah. Ist so schön, ne? Wunderbar, ja. Da könnte ich mich jetzt hinsetzen und mal ein paar Stunden mit meinem Buch relaxen. Hey, Schätzchen, bleib hier sitzen, ich bring dir das Buch. Wer macht dir was zu essen? Hast du hier schon jemand gefunden? Ach, das stimmt. Da machen wir erst was zu essen und dann bringe ich das Buch. Okay, ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Genau. Ja. So, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht und sind hier direkt gegenüber auf einem Parkplatz, wo unsere Wanderung beginnt. Das ist das Traumfädchen Speyer Blick ins Tal. Und da sind wir mal gespannt, welche Ausblicke dieser Fahrt zu bieten hat, ne? Da bin ich auch mal gespannt. Genau. Okay. Ja. Dann let's go. Let's go. Ja, da haben wir uns ja einen tollen Parkplatz hier ausgesucht. Nämlich direkt, wenn man über die Hauptstraße wechselt, sieht man im Hintergrund die Marxburg. Und von hier aus starten wir jetzt unsere Wanderung. Und da sind sie wieder, unsere geliebten schmalen Pfade. Ja. Ja. Und sie zeigen sich gleich von ihrer besten Seite, denn sie gehen ganz doll berghoch. Tja, direkt am Anfang, ne? Die wollten uns eine Freude machen.
Und im Hintergrund sehen wir gleich zu Beginn schon diese drei Türme von Braubach. Hinter der Marxburg befinden die sich. Und es gibt direkt so ein Gefühl von Heimat, gell, Schatz? Ja. Weil wir, da sind wir schon sehr oft gewandert. Genau. Und auch in Braubach sind wir sehr, sehr gerne und sehr oft. Ja. Genau. Das fängt gut an. Weil ich, ich glaube, die drei Türme, die haben zu einer ehemaligen Bleifabrik gehört hier, ne? Ja. So habe ich es mal gelesen, ja. Also, da müssen wir auch mal unbedingt hin zu den drei Türmen. Ja. Das sage ich jedes Mal und wir sind noch nie dahin gegangen. Ne? Ja, wir sind immer in eine andere Richtung gelaufen. Ja. Ne? Aber ich muss jetzt sagen, das Traumfädchen fängt für uns jetzt schon gut an, denn aller guten Dinge sind drei. Gell, ja, Schatz? Genau. Ja. Etwas mehr Elan. Ich habe Elan, Süßer. Ich habe nur gerade gedacht, ich habe mich ja da eben versprochen, scheine ein bisschen Hunger zu haben. Das Traumfädchen war bei mir plötzlich das Traumfännchen. Aber ich muss sagen, das Traumfännchen-Schnitt. Ja, ich könnte es noch verstehen, wenn ich das jetzt gesagt hätte. Ne? Manchmal denke ich, so ein bisschen hast du mich schon angesteckt, oder? Ja. So, und bei dem Stichwort Fännchen meldet sich direkt wieder unser schlechtes Gewissen, gell, Schatz? Genau. Denn wir sind nominiert worden von dem lieben Frank. Ja, von seinem Kanal S&F Womo Reiseerlebnisse. Ja, zu einer Challenge, und zwar ein Kartoffelzwiebelgericht. Genau. Asche auf unser Haupt. Wir haben dich noch nicht vergessen, Frank, aber wir sind leider noch nicht dazu gekommen, aber wir werden es definitiv in Bälde nachholen, gell, genau, Schatz? Das wird ein Spesselfännchen. Ja, okay. Okay. So, nachdem wir jetzt das schöne Kapellchen da hinten bestaunt haben, müssen wir noch 700 Meter gehen und dann beginnt der Muttergottesfahrt. Da sind wir mal gespannt, gell, Schatz? Ja. Ja, vor 2 Jahren waren wir schon mal hier auf dem Campingplatz und da haben wir unsere Ausflüge, die mussten wir mit dem Bus fahren, gell, Schatz? Ja, genau. Und da war dieser besagte Tag, da lachen wir heute noch drüber, wir sind hier in Spey. Mein Mann steigt in den Bus ein und fragt diesen netten Busfahrer, sind wir hier richtig auf dem Weg nach Spey? Ja, klar, ne? Sie meinten Spey, sagt er da zu mir. Sie meinten ja, Spey? Ja, habe ich gesagt, okay, dann ist es Spey. Ne? Da wollte er sich ganz gewählt ausdrücken. Ja, ne? Genau. Aber du gehst ja auch nicht in die Bäckerei und sagst, ich möchte so gerne ein Stück Käsekuchen, oder? Ja, alles klar. Komm, wir gehen weiter. Ja. Das Bergab, das geht schon verdammt auf die Knie. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber es geht ja nicht ewig bergab. Du weißt schon, nach bergab geht es auch wieder berghoch. Vielleicht. Ja. I've been feeling so small. Jetzt waren wir immer noch nicht in der Marxburg drin, ne? Nee. Waren schon so oft da. Müssen aber ging ja auch nicht, da kam Corona. Genau. So, jetzt sind wir 10 Meter gegangen und was sehen wir?
eine Bank. Schon noch Gott mal eine sei Bank. Dank. Ja. Das ist die Wanderung der Bänke, Schatz. Ja, genau. Schatz, ich glaube es ja gar nicht. Pass mal auf, was da hinten schon wieder ist. Eine Bank. Nee, das sind ne? nur keine 20 Meter. Ja, Schatz, da ist es schon wieder, die Bank. Ja. Also, wir sind ja schon sehr viele Kreuzwege hochgegangen. Aber das hier ist der einzige, der wirklich so gut bestückt mit Bänken war wie dieser hier, gell, Schatz? Ja, muss ich auch sagen. Das finde ich genial, denn meistens habe ich mich gefragt, die ältere Generation, wie kommt die jetzt bis oben? Aber das hier ist genial, gell? Gell? Ja, wir freuen uns natürlich auch über die Bänke, obwohl wir noch nicht zur älteren Generation gehören, nein, gell, Schatz? Nein, um Gottes Willen, ne? Nee. Also die paar Stufen hier schaffen wir jetzt auch noch. Ja, die schaffen wir noch. When I'm in this town, look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Ja, Schatz, manchmal braucht man einfach nur eine Bank, ne? Ja, und im Idealfall am besten direkt am Meer. Ja. Ja. Es gibt ja verschiedene Arten von Banken, ne? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. In die andere hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal maskiert rein darf. Ja. Ja, klar. Ja, meine Frau schickt mich hier in die Dornen, ne? Ja, habe ich früher so gerne geguckt, ein Pater Ralf, die Dornenvögel. Oh, der kam gerade die Erinnerung auf. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir nach gefühlten 100 Bänken endlich an der ersten schönen Aussicht angekommen, genau. Gell, Schatz? Und zwar ist ja. das die Theoretikerhütte, ne? Die Theoretikerhütte, ja. Da sind wir jetzt angekommen. Ja, also kann man sagen, theoretisch hält sich mein Schatz gut, aber praktisch wird er wahrscheinlich schon einen Mordshunger haben, oder? Ja, doch, ne? Ja. Aber ja, wir haben ja noch ein kleines Stückchen vor uns, ne? Ja, aber es ist ich schön. Ich sag mal Stückchen. Stückchen? Kaffeestückchen? Ja. Ja. Okay. Okay. They my troubles to rest. Blow smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. What I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Schade, dass ich die Kamera jetzt nicht angehabt habe. Meine Frau, die hat jetzt ganz laut geschrien, ne? Ja, ich hatte gerade ein Erlebnis der besonderen Art. Es hat mich fast umgehauen. Bei mir am Bein saß gerade eben so eine große grüne Heuschrecke. Ja. Das war eine Heuschrecke, das war keine Libelle. Nee, ich habe sowas dicker, noch grüner Grashupfer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Die war mutiert. Schatz, ja. Da fühle ich mich heute ja so richtig wie die Scarlett O'Hara. Und du? Wie ja, hieß er noch? Weiß ich nicht. Der hübsche Schwarze? Der hübsche Schwarze? Red Butler. Ach, du lieber Gott. Ja. Ich fühle mich heute wie der Meile Mike. Ja.
stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, nothing can break me. Und hier stehen wir jetzt in einem richtig schönen, großen Maisfeld. Vor einem unheimlichen Maisfeld. Ja, und schade, man kann es nicht so gut aufnehmen, das rauscht. Ja, gell? Wenn der Wind so drüber streicht. Ja, ne? Wir haben ein bisschen windig und da rauscht es. Und denkst du jetzt gerade an gegrillten Mais, Schatz? Ja, doch. Ne? Oder an deine Mais-Gemüsepfanne? Ja, das auch. Die kannst du gut. Genau. Ja. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Ja, von hier oben hat man jetzt einen Blick auf den Campingplatz Sonneneck. Dann sieht man auch deutlich, dass die Uferplätze hier ziemlich langgezogen sind und sehr viele zur Verfügung stehen, aber trotzdem sind sie immer alle belegt, ne? Ja, Schatz, schön. Hast du gesehen, da ist Wasser in den zwei Pools? Ja, habe ich gesehen. Aber da würde ich heute nicht reingehen. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Ja, da haben wir ja jetzt unseren Blick auf den Rhein. Heute bei der Tour kann man sagen, das Beste kam zum Schluss. Gell, Schatz? Ja. Das Beste, aber es muss ja auch mal andere Touren geben, wo es ein bisschen nicht so dicht am Wasser vorbeigeht. Meine Angst ist nämlich immer, wenn man es zu oft sieht, dann nutzt es sich ab, gell? Ja, genau so ist es. Es nutzt sich ab, wenn man es zu oft nutzt, so rum. Ja, aber jetzt freue ich mich doch sehr, dass wir ihn wieder sehen. Und ja, vor allen Dingen, dass wir bis Sonntagabend noch am Wasser sitzen, gell, Schatz? Ja, man muss ja auch mal ein bisschen das Hinterland kennenlernen. Das Hinterland, ne? Kennenlernen. Und es war auch schön, so durch die Maisfelder, ja, und durch die Wiesen- und Waldabschnitte. Das Schöne an den Wanderungen ist ja auch, sie gehen ins Landesinnere, das lernt man dann auch mal ein bisschen kennen, aber im Endeffekt kommen sie doch alle wieder zurück an die schönen Aussichtspunkte Richtung Rhein, ne? Ja, für meinen Geschmack ist es ja immer schön am Wasser, immer viel schöner am Wasser. Ja, klar. Aber die Maisfelder, die waren auch faszinierend und ich habe eigentlich noch nie so große Maisfelder gesehen, also große. So hohe, ne? Ja, die waren unglaublich hoch, ja, und ja, da hat der Mike mal wieder einen rausgehauen. Das sage ich, ach, guck mal, Schatz, die sind wirklich verdammt hoch. Das habe ich noch nie so wahrgenommen. Ja. Das sagt er, ja, Schatz, das ist ja auch Rheinmais. Rheinmais? Ja, klar. Spezialzüchtung hier. Spezialzüchtung. Ja. Herrlich. Ja, aber da toll. Sieht man doch mal jetzt von oben, der steht
St. Goar in nichts nach, ne? Nee, steht da nicht. Dieser Campingplatz. Nur, ich habe ihn noch in Erinnerung, er ist etwas lauter wie St. Goar. Ja, das stimmt. Ne? Er ist ein bisschen lauter. Der Zug ist wahrscheinlich ein bisschen näher hinten dran. Kann gut sein. Und die Schiffe sind hier irgendwie lauter, ne? Genau. Ja, aber mich stört das auch nicht. Nee, mich auch nicht. Okay. That you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you? Ich sitze am Abgrund, Schatz. Pass schön auf. Aufpassen, dass es keine Henkersmahlzeit wird. Ja. Ein Henkersmüsli. Wenn noch ein Windstoß kommt. When everything goes wrong, I'm trying to find a way to get you out of my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Hier ist ganz schön windig, Schatz. Ja, ja. Aber schön, richtig, richtig schön. Hier kann man es aushalten. Ja. Ja. So, hier sind wir extra für diesen schönen Ausblick ein ganzes Stück tiefer gegangen, als wir eigentlich gemusst hätten. Und das ganze Stück mussten wir jetzt natürlich noch mal hochgehen, gell, Schatz? Wieder hoch, ja. Aber es ist gut für Herz und Kreislauf. Aber es hat sich voll rentiert, ne? Ja, hat sich voll gelohnt. Ja, aber wie gesagt, ich habe wirklich noch nie eine Strecke gelaufen, Schatz, wo so viele Bänke waren. Ja, nee, ich auch nicht. Also, das muss man sagen. Unglaublich, also, ja. Und nicht nur eine Sorte, von jedem etwas dabei, ne? Ja, eine Holzbank, wundert eine Metallbank, eine runde Bank, eine Eckbank. Sofa hier rumsteht. Ja, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Da hätte ich, glaube ich, alleine weitergehen müssen, ich oder? Ich glaube auch, ja. Um diese Uhrzeit? Ja. Couchtime? Nee, Couchtime ist bei uns... gibt es bei uns eigentlich, hat Seltenheitswert, gell? Seltenheitswert, ja. Okay, gehen wir weiter. Just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, love you a little bit more. 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 How do you move on when everything is wrong? I'm trying to find a way to get you out of my head. Don't know how to cope with being so broken. So, hinter uns seht ihr jetzt die Peterskapelle. Das genaue Alter dieser kleinen Kapelle konnte eigentlich nie so richtig ermittelt werden. Aber 1919 ging sie in Besitz in die Zivilgemeinde Oberspey über. Ja, und wir waren ja schon sehr oft hier in Spey auf dem Campingplatz, hatten auch damals immer die Fahrräder dabei und sind jeden Abend an dieser Kapelle vorbeigefahren und hatten wirklich noch nie das Glück, sie von innen bestaunen zu können, denn sie ist immer abgeschlossen. Schade eigentlich, ja. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh. Also Schatz, man glaubt es kaum. Der Weg hier mit den vielen Bänken, der ist echt ein Traum. Bank nach Bank, schon wieder eine. Gott sei Dank, eine Bank. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber im Hintergrund ist noch eine Burg, die ist auch in privater Hand. Ja. Und dort sind wir mal vor 2 Jahren, ne, mit dem Fahrrad sogar hingefahren. Ne? Ja, mit dem Fahrrad. Sind aber leider nicht da reingekommen. Ne? Nee, das ist klar, das ist immer schade.
Aber wenn man davor steht, ist genauso schön, gell, ja, Schatz? Ja, genau. Ja, und wie gesagt, dieser Campingplatz, der besticht auch wieder mit seiner Nähe zum Wasser, das wir ja so sehr lieben, gell, Schatz? Ja, das. Und was ich aber noch nicht gesehen habe, wir haben das Kajak dabei, ich habe noch keinen Einlass gesehen für Boote. Das ist auch gut so. Ja. Der Rhein ist zwar schön, aber ja, Kajak fahren, ich weiß nicht, die Strömung ist jetzt ziemlich stark. Ja. Und ich will ja auch wieder zurückkommen, ne? Ja. Und die meisten, die haben ja ein bestimmtes Ziel von A nach B, aber wir sind ja immer mehr für Rundtouren, ne? Also heißt ja, das, wir müssen auch nochmal zurück. Und das, denke ich mal, ist wohl anstrengend, ne? Ja. Nee, aber es ist ein Träumchen hier und es ist auch gerade heute noch ein wunderschönes Wetter. Das werden wir natürlich heute Mittag noch ausnutzen, gell, Schatz? Klar. Da braucht man gar nicht in den Rhein schwimmen zu gehen, würde ich eh nicht machen. Das wäre mir hier zu gefährlich. Ja. Aber da hinten ist ein Riesenpool. Und der Sommer, der hatte heute ein richtiges Comeback. Ja, wirklich, unglaublich, ne? Ja, er hat wirklich heute noch alles gegeben. Toll. Ja. 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 Jetzt geht das Wochenende wieder langsam zu Ende, ne, Schatz? Ja, wir haben jetzt Samstagabend. Ja. Und die haben ab heute Nacht, 1 Uhr so, ein starkes Gewitter gemeldet. Deshalb gehen wir jetzt noch ganz schnell eine Runde Minigolf spielen. Dazu, muss ich sagen, hat uns der Dirk vom Kanal Stoppschild TV animiert. Der hatte da so ein schönes Video drin. Ja. Und gell, Schatz, und da wir ja hier gerade so einen schönen Platz haben, nehmen wir die Gelegenheit beim Schopfer. Genau. Ja. So, da bin ich mal gespannt, wer hier am besten einlocht, ne? Was für eine Frage. Ja. Ja, gut. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt gesund und Servus, eure Mailis. Ja. Da kannst du schauen, wo du willst, denn Dirk triffst du überall. Hm? Ja, das hat er gut gewählt, das Schild, ne? Ja. I just wanna love you. Just walk away from me and close the door.